Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Ach ja, da habe ich heute angesprochen mit den Genen. Ne? Bin ich mal gespannt, ob ihr da irgendwas zugeschrieben habt. Das kommt eigentlich in die gleiche Schiene wie ich schon mal gesagt habe auch. Ja, ich fange da gerade falsch an. Hier mit Allergien und sowas. Da habe ich ja auch mal gesagt, in irgendeiner Folge, was ich davon halte. Übertriebene. Warte mal. Rezept. Redstone, Stein, Chest, Dings. Okay. Wenig. Dass viele Krankheiten heutzutage, Allergien und sowas, dass das auf unserer übertriebenen Hygiene zurückzuführen ist. Und was war denn hier jetzt noch? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Chest. Okay. Hoch, na egal. So, wo sind die anderen zwei jetzt, die wir noch hatten? Da. Ach, das waren die, die ich weggeworfen habe. Okay. Normales Holz haben wir noch. Jo. Nein, haben wir nicht. Das ist Fuß, weil wir noch so viele haben. Okay. Reichen die 11? Ach, die hat man ja schon gezogen. Ja, ist okay. Das habe ich alles wieder weggelegt, ne? Ja. Da war nämlich. Ach, da, wie war denn da das Rezept? Ich weiß doch sowas alles wieder nicht mehr. Lamp. Alter, richtig schreiben sollte man schon. Lamp. Da kann man auch noch eine Verbindung. So, das kann man auch mit ganzen Iron Ingots machen. Ich war jetzt total überrascht. Ich hatte jetzt eher das Rezept hier im Kopf. Da kann man auch noch eine Verbindung zuziehen. Zu der Gen-Kram, den ich da schon angesprochen habe. Kloster und Glas. Das Glas wieder nicht. Und zwar nicht in Bezug auf die Hygiene jetzt, sondern auch. Nein, haben wir doch irgendwo hingelegt. Auch Erbkrankheiten und sowas. Da kommt das nämlich auch noch hin. Durch die vielen Medikamente, die wir mittlerweile so nehmen, das verändert unsere Gene ja auch. Und wir haben keinen Kaktus mehr. Doch, haben wir doch. Nee, haben wir doch irgendwo hingetan. Haben wir nicht? Wir hatten doch Kaktus geholt, oder nicht? Verdammt. Oder haben wir den da hinten reingelegt? Das könnten wir auch mal wieder ernten. Verdammt, wir haben wirklich keinen Kaktus mehr. Das ist interessant. Die können wir auch wieder mitnehmen. Dann nehmen wir alles mal zur Schmiede wieder mit. Den könnten wir eigentlich mal. Warte. Ach Quatsch. Quatsch. So. Ich bin jetzt wieder total rausgekommen. Warum denn? Ach verdammt. Ach so, durch die diversen Medikamente, die wir eventuell nehmen, haben wir ja auch eine Immunität auf, die wir wiederum
auch an unsere Kinder weiter vererben, mehr oder weniger. Sind die jetzt kaputt gegangen? Ne, die habe ich in der Tasche. Was wohl mit auch ein Grund ist für viele Sachen, die wir heute so haben. Denke ich mir mal. Und wenn man das mal weiterspinnt und sich diese ganzen Genkram so anguckt, was ist das denn für ein Loch? Alter Finne, war das schon immer da? Dann kommen wir noch mehr in die Richtung hier, die ich da gesagt habe, hier von wegen, wenn der Mensch da sogar gezielt was an den Genen macht, wo soll das hinführen? Das ist auch sowas, wo man mal so ein bisschen in die Richtung denken könnte. Genau wie ich ja sage, auch hier, ist ja auch hier allergietechnisch und weiß der Geier. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Kinder, die in der Stadt oder Leute, die in der Stadt aufgewachsen sind, oftmals empfindlicher sind auf viele Sachen als Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind? Warum nur? Das geht wieder in die, ja, auch so in die Hygiene-Richtung, sag ich mal. Ach, ich hab den, falsche Tasten. Den wollte ich doch da mit mir rumschleppen. So, weil Kinder auf dem Land sind viel mehr Dreck ausgesetzt und dementsprechend haben die viel mehr Abwehrkräfte. Der Körper wird viel mehr gefordert. Was wollte ich denn jetzt noch? Ich wollte das hier wegbringen. Die wollte ich noch einfärben. Das dürfte ja jetzt durch sein. Ja. Das kann man auch bestimmt in der Tasche, ne? So, haben wir die nämlich auch noch. Warum habe ich keinen Hut mehr? So. Die Hose hält auch nicht mehr lang. Und das hier, ich weiß gar nicht, wie kann man die denn, kann man die reparieren? Mit einem Leder oder so? Oder muss man die neu craften, wenn die mal kaputt sind? Keine Ahnung. Machen wir denn jetzt? Wir gehen erstmal das wegbringen. Ach ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich scheiße langweilig, was ich da gerade so erzähle, aber das geht mir halt gerade so durch den Kopf. Bei diesem Genkram. Hier könnten wir auch mal. Ich bin auch immer wieder am Überlegen, wegen dem Lagerhaus. Da hinten hin, höchstwahrscheinlich, weil hier zu klein. Beziehungsweise hier wird das Lagerhaus zu groß, was ich mir so ungefähr denke. Was stellen wir denn da hin? Da könnten wir noch. Wow. Achso, der ist schon wieder aus. Da könnten wir noch. Ich habe ja noch was im Kopf. Von wegen für Dekoration und so. Hatte ich schon mal auch mal leicht angesprochen. Und zwar Bilder über Bibliokraft und so. Dafür ein Gebäude. Eine Druckerei. Die könnte man da gegenüber von der Schmiede machen. Das bräuchte nicht sehr groß sein. Das wäre denkbar. Und da dann die Bibliokraft diversen Sachen rein. Über die man halt zum Beispiel Bilder erstellen kann oder Bücher kopieren kann, glaube ich, kann man andere Bücher drucken und so weiter. Das wäre auch noch denkbar. Nein, nehmen wir nicht mit. Nein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rüber, bauen diese Allee, die ich mir gedacht habe. Bauen. Wir pflanzen ein paar Bäume. Wir bauen. Da ist schon wieder was gewachsen. Sehr schön. Finde ich gut. Andere Leiste? Ja.
würde sagen, fangen wir da an. Und dann, es wird schon wieder dunkel, das ist ja egal, das ist ja Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so jedes Zehnte oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Da musst du natürlich da weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Warum haben wir das jetzt kurzzeitig so ein näheres Bild gehabt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ist jetzt da zehn oder da zehn? Ich hoffe da. Eins, zwei, drei, scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, nein. Genau in der Ecke, wie doof. Da muss da aber ein Dirtblock hin. Weil sonst wird das, ne? So. Okay. Hallo Schwein, hast du hier ins Dorf verlaufen? Na sowas. Haben sogar noch vier wirkende Zepplinge übrig. Das ist aber Wahnsinn. Und, na... Gute Nacht und bis morgen.